Du, aber nur Goblins. Schießen. Au. Oh. Das heißt, alle Goblins, die wir gerade töten, sind Kinder gewesen? Das macht es jetzt nicht ganz so angenehm. Ein Dreizack. Sagt er und schießt weiter. Greifen uns an, müssen sterben. Und es ist auch recht unwahrscheinlich, dass der Prozess rückgängig gemacht werden kann. Eine Schatzkammer. Truhe ist leer. Fängt schon mal gut an für die Schatzkammer. 50 Edelsteine. Leerer Käfig. Sah auch leer aus, ne? Ja. Leer, 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 leer. Und nochmal 500 Gold, 50 Edelsteine ungefähr. Karte sagt, das war's für die Etage. Krank. Die mangelnde SP lässt mich fast jetzt schlafen wollen. Ja, mach mal neu. Gift unterdrücken bei dir. Und hier bringt es leider nichts, weil Krankheit wieder was anderes ist. Ja, Krankheit 4. Vergift 4. Geht noch, geht noch, geht noch. Da geht's runter. Ich will nicht runter. Ich will. Hoch. Wo geht's weiter hoch? Vielleicht müssen wir ganz runter, um weiter hochzukommen. Ah ne, hier, nimm doch das da. Du siehst hexenartig aus. Was war die böse Hexe? Oh, eine böse Hexe. Hexenkessel hatten Resistenzen gebracht bei anderen Spielen. Permanente Art und Weise. Oh. Du heilst dich bitte. Okay. Fangen wir hier an. Okay, hier ist nur Gegenstand drin und wird nicht getrunken. Heilerin ist down. Na gut, dafür haben wir ja dich, ne? Du. Wunden heilen. Zaubern. Ja. Du. Wunden heilen auf sie, damit sie nicht umkippt. Geht sie eigentlich auch in. Ah, okay. Du Wunden heilen auf dich. Du Wunden heilen auf dich. Du Wunden heilen auf dich. So, und vermutlich. Oh, nee, geh mal. Geh mal runter. Runter. Raus? Ja. Raus, 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 raus. Wir wollen nach Nordwesten, nach Vertigo und zu ganzen Krankheiten loswerden. Danke. Weg, 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 weg. Nicht in die Minen, nein. Das können wir irgendwann mal machen.
haben wir keinen Levelaufstieg, nein. Einfach nur durch. Kann ich helfen? Heilen. Kostet ja nichts, ne? Nehmen wir mit. Und dann springen wir mal in das Portal und probieren. Hexen. Dom. Sauber. Was? Achso. Ich sehe, ihr habt den Schlüssel zum Turm. Ihr dürft vorbei. Und eine Etage hoch, zwei Etagen hoch. Und hier war jetzt eine Dreiertruppe irgendwo. Da. Zaubern, Schrapnell. Trifft nur einen? Ja, warte, dann mach du lieber deinen Funken, der trifft garantiert alle. Obwohl Schrapnell eigentlich auch mehrere treffen sollte. Habt ihr's bald, Ladies? Ne, trifft nur. Ah, jetzt. Okay. Das sind Edelsteine. Ganz viele Totenschädel, denen wir irgendwas geben könnten. Oh, vielleicht ein Edelstein, warte. Wir haben 292 Edelsteine. Hellsehen. Hellsehen kriegt die Klerikerin. Oh. Jetzt habe ich drauf geachtet, das waren jetzt 10... 280. Niemand Escape. Habe ich jetzt immer noch 280? Nein. Okay, also ich will wirklich nur mit einem Edelstein gefüttert werden. Das ist ja nicht schlimm. Das ist absolut vertretbar. Und was macht Helsing jetzt? Zeigt uns vielleicht irgendwas? Spruch Bestienmeister. Kannst diesen Spruch nicht lernen. Okay. Hallo? Nee, ich hält sie hinein. Giftwolke vielleicht. Also wir können jetzt alle Schädel auch nachträglich noch machen. Du. Schmerz. Schmerz ist aber nur ein ganz billiger Klerikerzauber. Richtig. Zaubern du neu. Ja. Escape. Schlaf ist ein einfacher Zaubererzauber. Da ist nichts. Da geht's weiter. Okay. Jetzt die ganzen Dinger. Ein Gürtel. So, Wunden heilen auf dich. Und vielleicht, wenn er dann fit ist, auch nochmal ein Giftresistenzzauber für die Gruppe, damit er ein bisschen weniger Schaden hier bekommt. Oder Säureresistenz ist es ja. Du neu Schutzfilamenten zaubern. Zu wenig Punkte. Okay. Ein Junge kriegt das im Käfig. Vielen Dank, Leute. Ja, 5000 Erfahrungspunkte. Kurzschwertringpanzer. Deine SP auch mal benutzen. Und Grom darf jetzt alle Werte dauerhaft plus 1. Hoi. Also ist das doch so ein permanentes Ding manchmal. Manchmal ist aber nur tot. Hi. Schlafen. Alle fit. So. Oh.
davor noch irgendwas? Achso, Hellsehen. Zaubern. Können wir jetzt irgendwas der Karten? Müssen wir gucken. Sie kann durch ihre freundlichen Truppen durchzaubern. Da geht's hoch. Und dieser Piu-Piu-Piu-Piu-Piu scheint einfach nur ganz wenig Schaden zu machen. Ganz wenig Flächenschaden. Weil sie alle gerade von grün auf gelb gesprungen sind. Das macht dann Sinn. Mehrmals machen? Ja, kann man. Juhu, wir können sterben. Okay, nur beim ersten Mal ist da vielleicht eine Chance, dass irgendwas Tolles dabei ist. Das wird Sinn machen. Oh. Du. Kein Insektenspray, nein, Schrapnell. Scheint eine hohe Magieresistenz zu haben. Weg, kleiner Mann, weg, weg, weg. So. Genau, alle gerade von grün wieder aufgehen. Oh, und schwach. Oberhexe ist dabei. Wahrscheinlich die, die so abgeht hier. Okay, der von der Oberhexe macht auch mehr Schaden. Ja, lieber Schaden als jetzt gegenzuheilen, das wird nichts bringen. Ja. Hau die Oberhexe. Oh Gott. Flieh. Wir müssen weg. Wir müssen weg, 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 weg. Autschen. Raus. Nicht von der Kröte gefressen werden jetzt. Fertige, wir kommen. Yep. So, und erstmal wiederbeleben, danach Ausdauer nochmal angucken, nur um 100%ig sicher zu sein. Kann ich helfen? Das war teuer. Kurz mit dem Spenden. Müssen natürlich noch. Oh, verflucht sind die auch noch. Die sind alle verflucht. So. Das heißt, wir haben jetzt Gold bezahlt zum Endfluchen, nur um gleich wieder zur Oberhexe zu gehen und nochmal eine ganze Reihe Flüche abzubekommen. Ja, trotzdem musste das gemacht werden, auch um uns in Ruhe schlafen zu können. Und danach dann die Buffs zu holen. So, Ausdauer ist 18, immer noch. Und bei dir ist es jetzt nicht mehr 17, weil du hast plus 1 auf alles bekommen. Und bei dir sind nicht mehr 13, weil du auch einmal anscheinend plus 1 auf alles bekommen hast. Du brauchst was von Int. Du brauchst Kraft, ja. Auch Kraft. Wenn die Zwergenminen sich resetten würden, das wäre super wegen den Fässern. Achso, du Spinner. Raus. So, wir wollen zurück zum Hexenturm und die Oberhexe killen. Hexen.
Leuchtturm. Ich sehe, ihr habt den Schlüssel zum Turm. Ihr dürft vorbei. So. Einmal hoch. Zweimal hoch. Dreimal hoch. Hier ist sie schon irgendwo, ne? Da. Da sind die ersten Flüche. Gruppenheilung ist super. Das wird aber noch dauern, denke ich. Ja, mach dann doch lieber eine Gegenheilung, weil die Kampfzauber fast nie durchgehen. Dich. Ein Kamee. Und es geht weiter hoch. So, den hatten wir schon, ne? Ich will nicht weiter hoch. Ihr seid die Besten von allen, sagt der Schädel. Ja, du mich auch, Kleiner. Ihr seid die Schönsten im ganzen Land. Oh, warte. Ihr habt mich gerettet. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? Ich weiß zwar nicht viel von hier, aber durch eine Tür kommt man nur mit einem Passwort. Er senkt seine Stimme. Rosebud. Rosebud. Und wieder 5000 Punkte. Plus 1, alle Werte dauerhaft. Trotzdem sollten wir da ein bisschen gegenheilen. Du hast schon mal plus 1 auf alles bekommen, du hast plus 2 auf alles bekommen, du hast plus 1 auf alles bekommen. Unsere Caster sind also nun dran, aus den Bottichen zu trinken, worauf sie schon tierisch freuen. Sieht man das nicht? Ja. Aber sie wissen halt, dass es wichtig ist, um als Helden bestehen zu können. Also Schluck. Ja, schön. $7,500. Und das ist was. Schön, 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 schön. Sag das Wort und ich öffne die Tür. Rosebud. Richtig, die Tür ist nun geöffnet. Welche Tür? Das hier war vorzu. Das Einhornhorn. Das sollten wir holen. Was ist denn jetzt hier oben? Oh oh. Ein richtig garstiges Ding ist hier oben. Mach mal Funken. Ja, hier sollten wir fliegen können. Deswegen der Spruch unten von dem Schädel. Ist also was für später. Runter. Wir geben jetzt das Horn ab, gehen zurück in die Stadt, entfluchen uns und kriegen wahrscheinlich auch ein Level up. Dank der Aufgabe jetzt. Ihr habt die Hexen vernichtet, dafür bin ich euch dankbar. Für eure heldenhafte Tat ernennt Falister euch zu Kreuzrittern. Nun muss ich das Alakorn zu Falister bringen. Ich glaube, dass seine Heilkraft groß genug ist, sie wiederzubeleben. Wie viele Erfahrungspunkte? 60.000. Ja, das sollte reichen. Denke ich mal für so ein Level Up oder zwei. Was ist das? Ach, die Wurzeln. Firnerwurzeln. Die Firnerwurzeln war für das Kräuterweib. F3911. F4. F4. F3. X-Achse dann hoch. Hm?
Also direkt hier vor der Haustür. Vielen Dank. Ich mache euch jetzt die Tränke. Trank, 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 Trank. Keine Erfahrungspunkte. Oh, schade. Okay. Einmal durch. Oh, du hast hoffentlich Erfahrungspunkte abbekommen, oder? 170.000. Ja, haut ungefähr hin. Also, wir dürfen eine Quest abgeben und einer unserer Helden ist ohnmächtig und dann. Ja, komm. Die halt nichts mit davon.